jetzt einen Tee und noch ein bisschen heiß, was? Irgendwie, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach, also Leute, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich sitze jetzt hier so mehr oder weniger seit 2 Jahren zu Hause rum, ja? Also seit 2 Jahren sozusagen, ja? Also ich meine, ich glaube, ihr habt richtig gehört, wir machen jetzt hier mal ein neues Format und zwar, das hier ist das erste Vlog. In diesem Video müssen wir mal irgendwas Besonderes machen. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt schon so lange keine Flugzeuge mehr gesehen und ich glaube, wir müssen uns echt mal Flugzeuge reinfahren. Ich glaube, das ist echt eine Idee. Fahre ich mit euch mal in diesem Video einfach mal so just for fun zum Frankfurter Flughafen. Und weil ich einfach im Moment auch ein bisschen knapp bei Kasse bin, habe ich es mir gegönnt. Das absolut richtig geile 9-Euro-Ticket. Und ja, wir haben das Jahr 2022. Ich habe seit 2020 kein einziges Flugzeug mehr von innen, geschweige denn mal gescheit von außen gesehen. Und ich glaube, das ist einfach echt eine gute Idee. Ja! Ich fahre morgen früh mit dem 9-Euro-Ticket zum Frankfurter Flughafen und gucke mir Flugzeuge an. Geil, das mache ich. Los geht's. Alter, ich habe schon so lange nicht mehr gefilmt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Genau, ist sogar schon ein Flugzeug am Himmel. Ach, schön. Also wie gesagt, es geht jetzt erstmal mit dem Bus zum Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof geht es dann zum anderen Hauptbahnhof, nämlich dem in Frankfurt. Und dann geht es mit der S-Bahn, glaube ich, eben zu unserem heutigen Destinationsziel. Nur 5 Minuten zum Umsteigen. Und das Ding ist gar nicht so leer. Naja, jetzt geht's nach Frankfurt. So, was für eine Weltreise. Nach 3 Stunden endlich angekommen. Frankfurt! Leicht voll hier! Ich glaube, ich sollte auch nicht den letzten Zug heute nehmen, sondern lieber noch mal so einen Reservezug dazwischen einbauen, damit ich irgendwie da rechtzeitig nach Hause komme. So, wie komme ich denn jetzt zur Besucherplattform? Ich glaube, hier mit der S7. So, dieses Gleis gefällt mir doch schon ein bisschen besser. Hier ist gerade nichts los. Es geht jetzt mit der S7 nach Zeppelinheim und von dort kann man, glaube ich, mit 600, 800 Meter Fußweg dann rüberlaufen zur Aussichtsplattform, zum Frankfurter Flughafen. Und dort werde ich dann mal ein bisschen heute mein Planespotting machen. Mal gucken, ob ich da erfolgreich bin. Ich weiß es nicht. Ich mache das ja sozusagen zum ersten Mal, aber ich will endlich mal wieder Flugzeuge sehen. Es muss jetzt mal wieder sein. Da kommt doch schon die S7 meiner Träume. Nächste Station, Niederrad. 12.30 Uhr ist es jetzt in etwa. Ich glaube, heute Morgen bin ich um 9 Uhr am Hauptbahnhof in Nordhessen losgefahren. Also man merkt, man braucht schon einige Zeit. Ja, dafür stehe ich jetzt hier in einem schönen Waldstück. Und wenn man mal so hört... Haha, ja, ihr könnt doch nichts sehen, aber gleich sehen wir was, hoffe ich.
Ja, wenn man hier an der S-Bahn-Station Zeppelinheim aussteigt. So, jetzt. Ja, und dann kommen wir hier direkt in so einen kleinen Waldweg. Da gehe ich jetzt am besten gleich schon mal lang. Und das sind jetzt so 300 Meter. Dann müssen wir über die A5 laufen. Und dann kommen wir gleich zum Aussichtspunkt, zum Frankfurter Flughafen. Im Übrigen muss ich noch sagen, auch wenn das jetzt hier ein Vlog ist, diesmal absichtlich so aufgebaut, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier wöchentlich oder monatlich Vlogs raushaue, auch wenn das sicherlich ganz nett ist, denn ich will ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit Video schneiden und ich glaube, so spannend ist mein Leben auch nicht, weil im Alltag, naja, man arbeitet halt und naja, aber trotzdem, so ein Lichtblick wäre ja irgendwann in Form einer Fernreise durchaus mal wieder schön. Aber in 2022 wird es wahrscheinlich noch nichts. Aber ich hoffe mal so ab 23, dass es dann endlich mal wieder so langsam, aber sicher ein wenig weitergeht. 500 Meter können aber ganz schön lang sein. Schön klein am Himmel. Ich glaube, 70 mm reichen nicht ganz an Brennweite. Da ist wieder einer. Jetzt haben wir es 14 Uhr und hier gab es dann irgendwo dieses Luftbrückendenkmal. Werde ich die ganze Zeit hier verbringen. Ein paar schöne Starts haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, schon geil eigentlich. Wenn ich hier mal auf der Autobahn dran vorbeigefahren bin in den letzten Jahren, ganz oft natürlich schon, weil an Frankfurt muss man häufiger mal vorbei. Ja, dann habe ich immer mal nach rechts geguckt oder eben auch nach links, je nachdem von welcher Richtung man auskommt. Und dann habe ich hier natürlich immer das Luftbrückendenkmal gesehen. Bis Berlin, 550 Kilometer von hier und ja, ich habe es ehrlich gesagt noch nie geschafft, mal wirklich hierher zu kommen, um ja, diesen Ausstellungsort mir so anzusehen. Ja, hier haben wir doch schon mal gleich einen richtig schönen Rosinenbomber. Na, das sind doch mal Triebwerke. Ja, ich glaube, das soll es für dieses Video fast schon gewesen sein mit Flugzeugen. Denn ich denke mal, ich werde jetzt mal so langsam aber sicher nochmal die Frankfurter City ansteuern und mal ein bisschen Skyline-Feeling erleben. Das machen wir jetzt gleich noch. Meine Güte, ist das ein Krach hier hinter mir. So, ich könnte jetzt gerade mal noch eine fünfte Hand gebrauchen. Zum einen ist es hier sehr voll, wie ihr gerade sehen könnt. Zum anderen habe ich mir jetzt gerade hier noch mal was zu essen eingepackt. Irgendwas Asiatisches, habe ich gerade Bock drauf. Willkommen in Frankfurt City! Gott, wo wollen die dann alle hin? Ist heute irgendwas Besonderes oder was hier? Gerade im Stehen, im Laufen gegessen sozusagen. Leicht scharf das Curry.
Ich musste vor allem erstmal irgendwie aus dem Bahnhofsviertel gerade raus. Was da für Menschenmassen sind, das ist echt krass. Das ist total heftig, ey. Und ja, ich glaube, ich bewege mich jetzt lieber erstmal ein bisschen an eine chilligere Ecke. Und zwar zum Mainufer. Die erste Brücke sehe ich jetzt schon gerade. Also super lange Zeit habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Vielleicht noch 2 Stunden oder so. Und dann geht es auch schon fast wieder mit dem Zug in die Heimat. Ja, da ist natürlich noch ein bisschen Sicherheit eingerechnet. Das ist ja völlig klar. Ach, da ist er, der Main. So, und mal ein paar Treppen runter. Dumpti-dumpti-dumpti-dum. Das ist doch mal eine Stadtidylle, oder nicht? Ist fast wie Urlaub heute, aber nur fast. Pfingsten 2022. Jetzt muss ich noch mal kurz im Schatten hier anhalten irgendwie. Musste gerade erst mal was trinken. Immerhin habe ich jetzt diejenige Brücke erreicht. Die steht jetzt vor mir. Die grüne von den ganzen im Übrigen. Von der aus ich die Skyline Timelapses gemacht habe auf meiner Deutschland-Rundreise. Natürlich ist das jetzt die falsche Tageszeit, weil eigentlich müsste man natürlich jetzt hier irgendwie ja, zur Dämmerung hier hin und so weiter. So viel Zeit habe ich nicht, dann bräuchte ich eine Hotelübernachtung. Ja, da gehe ich jetzt nochmal kurz rauf und dann gehe ich eigentlich wahrscheinlich auch schon wieder so ganz, ganz, ganz gemächlich zurück. Dann werde ich mir am Mainufer irgendwo nochmal ein Plätzchen suchen, wo ich nochmal meinen mitgebrachten Kaffee heute trinke. Und ja, Prost! Ich darf präsentieren. Frankfurt City Skyline, da sind wir wieder. Das war übrigens eine ziemlich geile Sache, wo ich die Timelapse hier gemacht habe. Ich war nämlich nicht alleine mit meinem Foto- und Video-Equipment. Und hier standen ganz viele Leute mit riesengroßen Stativen und teuren Kameras und alles. Das war total geil. Man war so in so einer, ja, so Foto-Community-Gemeinschaft, hat man sich im Moment gefühlt. Das Doofe war bloß, ich hatte natürlich wieder mein Billigstativ dabei. Der ein oder andere möge sich an meine doch manchmal sehr schiefen Horizonte erinnern. Aber es ist immer das beste Stativ, was ich auf jeden Fall habe. 15 Euro Qualität oder so von einem großen Elektronik-Discounter. Habe ich euch schon mal, glaube ich, in irgendeinem Video gezeigt. Und es passt nämlich immer schön in den Rucksack. Ich habe es heute auch tatsächlich dabei, aber ich habe mich jetzt entschlossen, das mal freihändig zu filmen. Weil soll ja ein Vlog sein, ne? Soll ja kein Reisedokumentarfilm sein. So, ich bin jetzt hier auf der Höhe von der Maininsel. Und ich glaube, ich komme jetzt hier gleich nochmal an einer Stelle vorbei, wo ich seinerzeit auch für die Deutschlandrundreise, für den Film eine Ansage gemacht habe. Ich glaube, das war da vorne. Ja, ich meine, an dem Ding hier habe ich gestanden. Schön vor der Skyline. Hier hatte mich, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, ein Ehepaar angesprochen. Sind sie es oder sind sie es nicht? Ja doch, sie sind das. Sie haben doch diesen Namibia-Film gemacht. Ja, den habe ich gemacht, in der Tat. Also ich wurde hier sogar tatsächlich auch schon einmal wiedererkannt. So, jetzt noch meinen mitgebrachten Kaffee von zu Hause. Und damit würde ich sagen, auf einen erfolgreichen Tagesausflug nach Frankfurt-Main. Ja, und im Anschluss geht es jetzt auch schon ziemlich schnell wieder Richtung Bahnhof zurück. Ja, denn ich will pünktlich möglichst am Bahnsteig sein, somit am besten einer der ersten, damit ich vielleicht mit Glück wenigstens noch einen Sitzplatz bekomme für die anstehenden 3 Stunden zurück nach Nordhessen. Vor 8 Uhr. Die heimischen Gefilde haben mich wieder. Okay Leute, das war unser kleiner Ausflug sozusagen im Vlog-Style von Nord nach Südhessen mit ein wenig Planespotting mit dem 9-Euro-Ticket. Ja, vielleicht mache ich irgendwann mal wieder einen Vlog. Also ich will das jetzt nicht jeden Tag machen und so, aber so gelegentlich könnte ich es mir doch mal in der Tat vorstellen, um so die Lücken zwischen den Reisedokumentationen irgendwie zu füllen. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao! Ich glaube, die hat es dann auch geschafft.